meine werten Damen und Herren, es ist wieder soweit. Ein weiteres riesiges Monster betritt tatsächlich hier die Arena, hier gemeinsam mit uns in Teardown. Und nicht nur das, es kann tatsächlich auch den Mund bewegen. Was? Es spricht mit mir. Heron, du sollst jetzt sofort ein Like auf dieses Video geben. Was? Ein Like auf dieses Video? Bing! Natürlich gerne. Leute, nicht vergessen, Like auf das Video zu geben. Das hat Boxy gesagt, weil das ist tatsächlich Boxy. Eins der gefährlichsten, interessantesten Monster, die es jetzt gerade in Teardown gibt. Und deswegen werden wir versuchen, es zu besiegen. Und das Ganze müssen wir natürlich schaffen mit unseren ausgewählten Autos, die wir hier heute dabei haben. Und das erste Auto, was wir auch dafür einfach mal verwenden können, ist vielleicht diese Mercedes G-Klasse in diesem ultra-extremen Grün. Es ist tatsächlich eins der verrücktesten Autos, die ich jemals in Teardown gefahren bin. Und deswegen werden wir versuchen, dieses Fahrzeug mal direkt Richtung Boxy zu bewegen. Mal gucken, ob wir es schaffen. 3, 2, 1, go! Vollgas! Aber volle Kanone, Vollgas. Und rein damit! Oh! Niemals! Alter, hat uns das gerade weggebombt. Oh mein Gott, was? Boxy hat uns da gerade mit der Hand tatsächlich eine richtig mitgegeben. Und oh, er ist tatsächlich sogar wieder zurückgegangen mit der Hand. Was auch interessant ist, ist, dass der tatsächlich sogar unten auch Füße... Oh, dass er auch Füße hat. Und er kann mit diesen Füßen tatsächlich sogar... Oh mein Gott, er schlägt hier gerade einfach gegen dieses Häuschen da einfach. Oh nö, der hat solche Krallen an den Füßen, das ist unglaublich. Okay, ganz ruhig, du Boxy. Oh. Okay, der erste Angriff hat wirklich gar nicht funktioniert, weil er ist da tatsächlich sogar mit der Hand gegen uns gekommen und er macht hier die ganze Zeit so Anspielungen, dass er hier wahrscheinlich nochmal eine uns geben möchte. Okay, versuchen wir mal ein anderes Auto aus. Oh mein Gott. Alter, aber das hat auf jeden Fall Power. Aber wir nehmen jetzt einfach ein bisschen mehr Anschwung und versuchen jetzt einfach mal unser Bestes. Versuchen jetzt einfach mal wirklich einen großen Sprung zu machen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, er hat uns zurückgetreten. So ein Mann. Oh Mann. Was? Wir brauchen irgendwas Größeres. Irgendwas, was mehr Power hat. Vielleicht hier mit so einer G-Klasse mit 6x6 Reifen. Ne? Vielleicht kriegen wir es dann damit hin. Wir können auch hier... mach mal nicht so laut, ey. So, jetzt kriegst du mal einen richtigen Schlag ab, Mann. Oh mein Gott, der hat richtig Power. Jawoll! Oh, was? Oh mein Gott. Niemals, Alter. Was? Oh Gott, ganz ruhig mal, okay? Oh Gott. Sag mal, kann der uns eigentlich mitnehmen, wenn wir da so drauf gehen? Kann er uns da so wegtreten, ne? Ui! Oh, what? Mal gucken, was mit dem Auto hier ist. Es ist ein Ghostbuster-Fahrzeug. Was? Es hat hinten sogar wie so Ghostbuster-Anzüge. Und die kann man tatsächlich sogar reinmachen und rausmachen. Crazy! Wir müssen versuchen, jetzt mal gegen Boxy anzukommen. Und schauen mal, ob wir überhaupt bei dem ankommen. Oh, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte mach nicht, bitte mach nicht. Oh mein Gott, er hat schon voll früh zugeschlagen. Oh, Mann. Okay, wir haben noch ein Auto da. Das ist hier so ein Auto aus der Zukunft. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall nochmal... Ich glaube, das Auto ist sogar aus einem Film, und zwar aus Zurück in die Zukunft an sich. Und wir versuchen jetzt einfach mal unser Bestes, da jetzt nochmal gegen Boxy anzukommen. Mit hohem Tempo. Hohes Tempo, hohes Tempo. Jawohl! Oh, was? Niemals. So, jetzt haben wir Boxy nochmal neu hier und gucken mal, was denn Boxy macht, wenn man ihm vielleicht statt einem Auto etwas anderes gibt. Und zwar, naja, wie wäre es mit einem Piu, einem Flugzeug, okay? Gucken wir mal, wie gut Boxy damit klarkommt, wenn ein Flugzeug direkt auf ihn zukommt und dann... Okay. Oh, wow. Was ist da passiert, Alter? Boxy hat tatsächlich... Der kann ja immer noch seinen Mund bewegen, aber das Flugzeug ist direkt hier reingeflogen. Er hat es aber komplett gegessen? Niemals. Oh mein Gott. Boxy ist wirklich richtig crazy. Wir können ihm nochmal ein Flugzeug geben. Piu! Hat er einfach wieder aufgegessen. Aber seine Funktion als Mund ist kaputt gegangen. Wir haben ihn tatsächlich... Sein Mund ist komplett kaputt gegangen. Mit zwei Flugzeugen kriegt man tatsächlich seinen Mund kaputt. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Ausbeute, die wir da haben. Okay, also zwei Flugzeuge brauchen wir dementsprechend, um Boxy seinen Kopf zu besiegen. Jetzt gucken wir mal, wie möglicherweise Boxy auf ein paar Termiten auf seiner Hand reagiert.
Nope. Okay, was? Er hat einfach immer noch komplett seinen vollen Handschuh dran. Okay, dann wird es vielleicht Zeit für ein Flugzeug. Was? Niemals. Okay, so jetzt fliegen wir nochmal ein eigenes Flugzeug und können Boxy tatsächlich jetzt nochmal aus eigener Perspektive ein bisschen angreifen und wir schießen ihm einfach hier. Oh, was? Da haben wir ihn. Jawohl. Okay, da fliegen wir gerade durch Boxy komplett durch und nehmen ihm gerade mit dem Flugzeug auseinander. Oh, was? Das Spiel ist hängen geblieben. Wir fliegen hier gerade komplett mit dem Flugzeug durch Boxy durch. Wow. Was geht da ab, Mann? Wir haben einfach gerade mit dem selbstfliegenden Flugzeug haben wir gerade Boxy komplett auseinandergenommen. Schauen wir mal, wie Boxy gegen die hungrigen Slimes ankommt. Hungrige Slimes sind dafür bekannt. Ich kann das mal kurz zeigen. Man kann sich hier zum Beispiel auf so ein Ding hier drauflegen. Oh Gott. Und man sieht dann, hier sind überall so kleine grüne Slimes, die jetzt hier den Rasen aufessen. Deswegen gucken wir mal, wie der gute alte Boxy reagiert, wenn man ihm ein paar hungrige Slimes zum Essen gibt. Hier, Boxy, bitteschön, kannst du dir ein bisschen eingenehmigen. Ne? Oh, das wird dir doch gefallen, oder, Boxy? Wie gefällt dir das, Mann? Oh mein Gott, was? Guck mal, ist er ganz... Oh, what? Bei ihm wird gerade alles aufgegessen. Niemals. Sein Kopf fällt einfach auseinander. Oh, die ganzen Slimes haben einfach seinen gesamten unteren Abteil des Kopfes einfach weggegessen. Was geht ab? Niemals. Schau euch das mal an. Dem sein ganzer Körper löst sich gerade auf. Diese Dinger essen wirklich alles auf. Die FPS, die Frame-Anzahl ist zwar richtig gering, aber schaut euch mal an. Dem sein ganzer Körper wird gerade komplett aufgegessen. Wir haben noch eine Windblade. Damit können wir nochmal so Luftschnitte machen. Und ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht diese Dinger hier durchgeschnitten bekomme. Oh mein Gott! Er versucht mich tatsächlich wieder anzugreifen. Oh wow. Aber ich krieg seine Hände nicht kaputt. Seine Hände sind unbesiegbar, Leute. Ich sag's euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir schießen mal hier mit dem Disruptor drauf. Aber ihr seht, selbst der Disruptor kriegt nicht seine Hände kaputt. Ich habe das Gefühl, man kann Boxy tatsächlich nicht mit einem Fahrzeug besiegen. Egal, welches man nimmt. Man kann hier sogar wirklich das schnellste und beste Auto nehmen. Aber Boxy ist viel zu stark. Deswegen muss man die einzige Möglichkeit ergreifen. Und zwar mit dem Flugzeug hier reinfliegen. Und dann zack, so einmal nach oben fliegen. Damit man Boxy komplett mitnehmen kann. Und damit tatsächlich das Ganze, den ganzen Körper dementsprechend kaputt zu machen. Und die Handschuhe, die sind unmöglich kaputt zu machen. Das kann ich euch sagen. Doch, habe ich sie gerade kaputt gemacht, Leute. Ich glaube, ich habe sie gerade kaputt gemacht. Kann es sein? Nee. Ich habe gerade wirklich das Flugzeug geflogen, gleichzeitig andere Flugzeuge geworfen. Mein ganzer PC laggt. Und trotzdem, Leute... Trotzdem kann der immer noch seine Hände bewegen. Das ist unglaublich. Oh, Boxy, Boxy, Boxy. Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!